Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Das Känguru sitzt am Schreibtisch und kritzelt in ein kleines Buch. Hast du zufällig mein Jojo gesehen? Frage ich. Weißt du, das aus Terrakotta, das mir der chinesische Jojo-Guru geschenkt hat? Nein, sagt das Känguru ohne aufzublicken. Ich warne dich, sage ich. Wenn du es heimlich genommen hast, dann müsste ich das als Vertrauensbruch erster Güte werten und die Konsequenzen... Schreib mir doch diesbezüglich eine E-Mail, sagt das Känguru. Und setze die Worte Viagra und Penispumpe in den Betreff, dann kümmert sich mein Spamfilter drum. Und jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren. Was schreibst du denn da überhaupt? Ich habe mich entschlossen, ein Tagebuch zu führen. Der Gedanke wurde mir nämlich unerträglich, dass meine unglaublich reiche und gehaltvolle Gedankenwelt für die Nachwelt verloren sein soll. Darf ich dein Tagebuch lesen? Frage ich. Oh, ganz im Gegenteil, sagt das Känguru. Das müsste ich als Vertrauensbruch erster Güte werten. Es steht auf, packt das Buch in die Schreibtischschublade und schließt diese ab. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, sagt es. Und gleich darauf ist es verschwunden. Der Schlüssel zur Schublade steckt. Plötzlich höre ich die Stimme von Prinzessin Leia in meinem Kopf. Sie ruft, Luke, Luke, eine Falle. Vorsichtig öffne ich die Schublade. Nichts explodiert. Ich nehme das Büchlein heraus und lese. Hallo, blödes Tagebuch. Es langweilt mich jetzt schon, dir zu berichten. Der Gedanke, in späterer Zeit nachlesen zu müssen, was für einen Schwachsinn ich heute gedacht habe, ist mir ein Gräuel. Zum Beispiel habe ich mich heute Morgen gefragt, in wie vielen amerikanischen Universitäten Kant wegen seines obszönen Namens wohl vom Lehrplan gestrichen wurde. Und danach kam mir der Gedanke, dass mal jemand ein Wort erfinden sollte, das man fluchend rufen kann, wenn einem plötzlich auffällt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Ich schlage Razzupaltuff vor. Ach, ich muss gestehen, blödes Tagebuch, dass ich dich eigentlich nur angelegt habe, weil ich Marc-Uwes blödes Terrakotta-Jojo kaputt gemacht habe und weil ich weiß, dass er nicht widerstehen kann, dich heimlich zu lesen. Ha, du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte, Alter. Nun ja, jedenfalls weißt du es jetzt, aber du darfst mir keine Szene machen, weil dann müsstest du zugeben, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast und dann wären wir Vertrauensbruch erster Güte mäßig quitt und du dürftest drum nicht mit mir schimpfen und egal welchen Weg du wählst, er wird dich in den Wahnsinn treiben. Schönen Tag noch, dein Känguru. PS, falls du einkaufen gehst, bring bitte Schnapspralinen mit. Razzupaltuff, murmle ich. It's Fritz.